Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. In diesem Jahr 2021 lese ich aus Andachten von unterschiedlichen Bibelleseplänen in der YouVersion Bible App vor. Und heute, am letzten Schultag, am vorletzten Vorweihnachtstag sozusagen, geht es um Vertrauen. Vertraust du mir? Dieser Frage sehen wir uns täglich gegenübergestellt, vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Denn Vertrauen meint ruhig sein und ruhig sein meint Vertrauen. Bedenke doch, würdest du deinen Weihnachtsbaum in einem Ständer aufstellen, dem ein Bein fehlt? Und würdest du jemanden bitten, der immer zu spät kommt, die Vorspeisen für die Weihnachtsfeier mitzubringen? Auch wenn wir es nicht erkennen, wir bewerten ständig die Vertrauenswürdigkeit der Dinge und Menschen um uns herum. Dasselbe tun wir in unserer Beziehung zu Gott. Wir handeln auf subtile Weise mit uns aus, wie viel wir ihm gerade anvertrauen wollen. Ob es nur um unsere Finanzen, um zerbrochene Beziehungen, um verborgene Verletzungen oder Zukunftsträume geht, wir beurteilen Gottes Treue in der Vergangenheit, um zu entscheiden, ob wir ihm in der Gegenwart vertrauen können oder nicht. Aber mitten in den Festtagsvorbereitungen zeigt es sich am ehesten, ob wir ihm vertrauen oder nicht. Denn er ist ja eigentlich die Hauptperson dieses Festes. Und wir werden uns wahrscheinlich mit Keksen, Torten und mit der Weihnachtsgans vollstopfen, wenn wir Jesus nicht zutrauen, dass er das Brot des Lebens ist, das unser tiefstes Verlangen stillt. Ja, es geht heute noch einmal um die unterschiedlichen Namen Gottes, wie man ihn nennt. Man nennt ihn das Brot des Lebens. Und man nennt ihn eben auch den guten Hirten. Und wir werden uns aber doch wahrscheinlich um unsere verlorenen Kinder, um unsere verlorenen Freunde ängstigen, wenn wir Jesus nicht zutrauen, dass er der gute Hirte ist, der das verlorene Schaf heimbringt. Und ich habe es schon öfters erwähnt, man nennt ihn Immanuel, Gott mit uns. Aber wir werden doch wahrscheinlich in Einsamkeit versinken und uns vergessen fühlen, wenn wir Jesus nicht zutrauen, dass er Immanuel ist, der Gott, der bei uns wohnt, auch wenn wir einsam sind, der mitten in unseren Alltag gekommen ist an Weihnachten. Und man nennt ihn den Heiligen Gottes, das heißt den besonderen Gottes. Heilig heißt besonders zur Seite gesetzt, für einen ganz bestimmten Zweck nur ausgewählt und für nichts anderes soll man es gebrauchen, also der Heilige Gottes. Aber wir werden uns wahrscheinlich doch wieder abhetzen, damit das Weihnachtsfest perfekt ist, wenn wir nicht darauf vertrauen, dass Jesus der Heilige Gottes ist, der uns perfekt macht und der damit auch jedes Weihnachtsfest so perfekt macht, wie es perfekter nicht sein kann. Wenn nämlich die Hauptsache bleibt und die Hauptsache das Zentrum unseres Weihnachtsfestes. Jeder Moment unseres Lebens ist eine Gelegenheit Gottes Treue, die sich in Millionen kleinen Gelegenheiten zeigt, zu vertrauen. Es beginnt alles damit, dass wir lernen, in die Stille zu gehen. Wie wäre es, wenn wir anstatt uns Hals über Kopf in unseren arbeitsreichen Tag zu stürzen, jeden Morgen einfach in der Stille beginnen? Lass uns wie der Psalmist es tut, unserer Seele sagen, bei Gott allein werde ich Ruhe finden, indem ich mich an seine Werke und seine Güte erinnere, ihm sage, wie dringend ich ihn brauche,
Verstand und Herz in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen lasse und ihm mein Vertrauen in ihn bekunde. Denn der Einzigartige, der die Welt durch sein Wort geschaffen hat und dennoch in dieser heiligen, in dieser besonderen, in dieser seligen, in dieser glücklichen, stillen Nacht ein hilfloses Baby wurde, kann heute durch ein Wort Ruhe und Frieden in dein Leben bringen. Und darum auch heute wieder ein paar Fragen zum Nachdenken. Welcher dieser heute angesprochenen Namen Jesu spricht dich in den konkreten Herausforderungen deines Lebens an? Wie wird es sein, wenn du in dieser Weihnachtszeit ganz auf Gott vertraust und in ihm ruhst? Stell dir mal vor, du würdest es tun. Was würdest du dann tun? Was würdest du anders machen, als du es jetzt tust? Tu doch einfach mal so, als ob du Gott vertrauen würdest und dann schau mal, was du dann tun würdest. Und in diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einmal: Vertrau auf Gott. Denn bald ist Weihnachten und er kommt auch in deinen Alltag.